Hi, mein Name ist Philipp Ruhland, Paar-, Psycho- und Traumatherapeut aus Saarbrücken. Und heute mache ich ein erstes Video, wo ich euch mal dezidiert eine Vorgehensweise an den Tag lege, wie man eine toxische Verhaltensweise, einen toxischen inneren Modus abschafft oder ändern kann, besser gesagt. Und das will ich euch am Beispiel des sogenannten inneren Kritikers illustrieren. Jeder von euch kennt das bestimmt, dass er so eine innere Stimme hat, die ihn immer in manchmal größerem oder manchmal kleinerem Ausmaß fertig macht, ihm ein schlechtes Gewissen macht, ihn behindert. Also ich kann euch das mal am folgenden Beispiel illustrieren. Zum Beispiel, ich mache ja schon eine gewisse Zeit lang den YouTube-Kanal, aber da gibt es auch immer wieder eine Stimme, die in mir sagt, ah, das ist nicht gut genug, das ist nicht toll, wie du das machst. Eine Stimme, die einen immer wieder fertig macht. Bei allem, was man so tut, andere können das besser, lass es bleiben, wie kannst du nur, wie kannst du überhaupt so irgendwas machen? Also eine Stimme, die einen von der Seite innen, so einen Innenanteil, der einen immer kritisiert. Und dieses Phänomen nennt man in der Verhaltenstherapie innerer Kritiker. Den gibt es auch in anderen Therapieschulen, die Psychoanalytiker oder Antipeler würden das wahrscheinlich inneres Elternintrojekt nennen. Die Anteilstherapie nennt das strafender innerer Elternanteil, das ist die Schematherapie. Also jede Therapieschule kennt im Prinzip eine Bezeichnung für die innere Stimme, mit der man sich konstant selbst fertig macht. Ganz bitter wird die Stimme natürlich auch, wenn man jetzt in Therapie ist und sich in der Therapie anhand seines Therapieerfolgs fertig macht. Du bist schon depressiv, du gehst schon zum Psychotherapeuten, aber das wird ja alles nichts, weil du zu dumm bist, die Ratschläge umzusetzen. Und so läuft der innere Dialog fröhlich vor sich hin und man hat die Tendenz, sich selber abzuwerten. Und das hat eigentlich so gut wie jeder Mensch. Ein Stück weit ist das natürlich wie alle Sachen auch gut, wenn man einen kritischen Dialog hat, wenn man innerlich in einem inneren Dialog Dinge überprüft. Allzu oft jedoch verselbstständigt sich diese innere Stimme und führt natürlich dann direkt in die Handlungsunfähigkeit, in die Depression und andere unschöne Dinge und unterstützt und nährt natürlich eine Selbstwertproblematik. Also jeder kennt das auch, wenn er eine Paarbeziehung anstrebt oder irgendwie verliebt ist, dass der innere Kritiker einem schwer zusetzt, man wäre nicht gut genug oder man wäre selbst dran schuld, dass man nicht gewollt wird. Also das passiert in allen Varianten. Der innere Kritiker ist ein massiver, dominanter Innenanteil, den man aber gut in den Griff kriegt, natürlich klar über eine Therapie. Und jetzt verrate ich euch aber therapeutische Techniken, mit denen ich in der Therapie den inneren Kritiker behandle. Und ich zeige euch auch allgemein, wie man toxische Denkmuster, toxische Verhaltensweisen ablegen kann. Und der erste Schritt ist immer, was machen wir in der Therapie? Wir machen toxische Muster oder toxische Verhaltensweisen bewusst. Also indem ich Leute nach ihrem inneren Dialog befrage und frage, wie gehen sie eigentlich innerlich mit sich um, wie managen sie ihre innere Stimme, lege ich einen Fokus auf diesen inneren Kritiker und mache den Patienten bewusst, dass sie sowas überhaupt haben und benenne das. Ganz oft gebe ich dem inneren Kritiker auch einen Namen, ihr böser Karl-Heinz oder wie geht er wieder damit um. Also das ist eine Bewusstwerdung, dass überhaupt sowas existiert und dann kriegen die Leute schon so ein Gewahrsein, eine Awareness, dass sowas existiert. Der zweite Schritt nach der Bewusstheit ist dann die Modifikation. Und hier gibt es verschiedene Techniken. Die erste Technik, die man für solche Verhaltensänderungen in der Verhaltenstherapie nutzt, das ist ein Tool aus der Schematherapie, ist die Stühletechnik. Die ist recht einfach und das kann man auch für sich selber durchexerzieren, weil jeder hat zu Hause irgendeine Sitzgelegenheit. Zumindest zwei Kissen, zwei Stühle, zwei Sessel oder drei Stühle. Eigentlich braucht man drei für diese Übung. Und kann so verschiedene Positionen festlegen. Und dann holt man sich zum Beispiel, wenn man zwei bis drei Stühle hat, einen Stuhl, auf dem man sich als Person draufsetzt. Und dann nimmt man sich mal ein Zeitfenster von 20 Minuten und denkt über ein Thema nach, das gerade kritisch ist. In meinem Beispiel würde ich zum Beispiel über die Erstellung und Gestaltung meines YouTube-Kanals nachdenken. So, ich würde also auf dem Stuhl sitzen und würde meinen Gedankenfluss so beobachten und plötzlich würde ich natürlich merken, dass es in mir auch wieder massiv zum inneren Kritiker kommt, eine Stimme, die sagt,
das kannst du nicht, das lässt du besser, ganz schlecht alles, machen wir nicht, such dir was anderes. Und sobald diese Stimme aktiv wird, habe ich einen Stuhl nebendran gestellt und setze diese Stimme auf den anderen Stuhl und übertreibe auf dem Stuhl den inneren Kritiker, indem ich mich über diesen inneren Kritiker massiv abwehrte. Und wenn man diese Differenzierung schon geschafft hat, dass der innere Kritiker eine andere Einheit ist, ist man schon ein Stück weiter. Der nächste Schritt wäre dann noch einen dritten Stuhl dazu stellen und eine wohlmeinende Stimme einzuführen, die beruhigend, freundlich, ermutigend mit einem spricht, dass man so seinen inneren Dialog verändert. Und wie ihr bereits ahnen werdet, ist ja natürlich klar, wo der innere Kritiker herkommt. Der innere Kritiker ist was, was durch die primären Bezugspersonen, die Eltern aufgeladen wird. Bist du dumm? Bist du zu blöd, irgendwas zu tun? Und im Laufe unserer Leistungserwerbs- und Aufwachsbiografie immer wieder von der Gesellschaft verstärkt wird. Und der innere Kritiker ist ein mächtiges inneres Schema, der sich immer wieder mit negativen Informationen über einen selbst auflädt. Und durch diese Stühle-Technik, indem man zuerst mal sich hinsetzt, sich bewusst macht, dann trennt und den inneren Kritiker übertreibt und sich dann eine positive innere Stimme zulegt, im Sinne eines wohlmeinenden Elternteils oder eines guten Freundes, hat man eine erste positive Übung, den inneren Dialog zu verändern. Eine ganz schöne Idee, finde ich auch, ist, wenn man sich so Kasperlepuppen holt und mit Kasperlepuppen den inneren Dialog nachspielt. Also wenn man sich eine Puppe so nimmt, die für einen selbst steht und nebendran die böse Hexe, die einen immer bla 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 von der Seite zumüllt, nimmt, auch das ist ein Bewusstmachen und ein Spielen mit seinem inneren Dialog. Dann kann man natürlich auch über die Puppen einen inneren Dialog modifizieren. Das wirkt vielleicht kindisch, aber durch diese Bewusstmachung kann man auch hier diesen Dialog ändern und zu einem inneren freundlichen Dialog kommen. Das sind originäre Techniken aus der Verhaltenstherapie, die ganz wirkungsvoll sind und dazu führen, dass man nach und nach die Art, wie man mit sich selbst umgeht, ändert. Eine dritte Technik, die mag ich bei solchen Sachen auch, kommt aus der Acceptance-Commitment-Therapie. Das ist eine Therapie aus der dritten Welle der Verhaltenstherapie. Die klassische Verhaltenstherapie waren diese Lernparadigma. Die Verhaltenstherapie hat sich dann aber um die Schematherapie und die Acceptance-Commitment-Therapie erweitert. Da war ein Hayes federführend, dem sagt man nach, dass er eine Krebserkrankung gehabt hat. Und der hat die Verhaltenstherapie über buddhistische Elemente und mit einem buddhistischen Weltbild angereichert. Und der hat gesagt, das Gehirn wäre eine Inner-Word-Maschine, die immer nur negative Inhalte, negative Gedankeninhalte produziert. Und der hat die These vertreten, dass man der Inner-Word-Maschine, also dem inneren Kritiker, nicht glaubt. Und wenn er auftritt, den ans Licht zerrt und seine Stimme ironisiert, indem man zum Beispiel den inneren Kritiker wie eine Comicfigur sprechen lässt. Du bist dumm, also wie eine Ente. Oder diese innere Stimme singt. Und das sind natürlich alle, diese Methoden folgen alle nach einem Schema, bewusst machen und modifizieren. Und indem man mit seinen schlimmsten Ängsten, seinen schlimmsten inneren Zuständen spielt, die alteriert, merkt man auch, dass man diese Zustände entmachtet. Und so arbeiten wir implizit auch in Therapie mit dem Mittel der Ironie. Ich ziehe einen inneren Kritiker ans Licht, diskutiere mit dem Patienten drüber, übertreibe das in der Therapie. Das kann man daheim aber auch ein Stück weit selbst üben mit den drei vorgenannten Methoden. Das wäre es auch schon fast gewesen. Aber ich habe noch eine Sache im Petto. Was auch immer wieder hilft, ist Meditation. Meditation als Langzeittool ist erwiesen, weicht die harten Denkprozesse auf, führt zu einem freundlicheren, weicheren inneren Dialog. Das ist an unzähligen Studien bewiesen und kann auch helfen, in Kombination mit den zwei vorgenannten Methoden, seinen inneren Kritiker, seinen toxischen inneren Kritiker zu entschärfen. Nichts anderes machen wir auch in der Therapie. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn das Video dazu führt, dass du besser mit deinem inneren Kritiker umgehst, dann lass mir gerne einen Kommentar da, like das Video, abonniere meinen Kanal, unterstütze so meine Arbeit. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss.